Moin. Moin. Hi, ich bin Hanna. Ich habe Philosophie, Politik und Ökonomik studiert und gerade meinen Bachelorabschluss gemacht. Ich bin jetzt nach dem Bachelor super breit aufgestellt, sowohl inhaltlich als auch methodisch. Ich möchte auf jeden Fall im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten. Ich möchte meine Zeit nicht in etwas investieren, was super profitorientiert ist, was Menschen ausbeutet, was irgendwie die Natur kaputt macht, sondern wenn ich schon irgendwie Zeit und Energie habe, die auch gerne in was stecken, was irgendwie positiv ist, was zukunftsgerichtet ist, was tatsächlich eine Möglichkeit für Veränderungen schafft. Für mich waren ganz besonders immer die Menschen, einfach super viele inspirierende Menschen, Gespräche, also die mich selbst auch persönlich total weitergebracht haben. Sehr inspirierende Seminare waren auf jeden Fall immer Highlights. In der Unipolitik war ich länger aktiv, habe da das erste Mal eine Vollversammlung moderiert und davor so viele Menschen zu sprechen, obwohl mir das eigentlich früher immer nicht so recht war, war ziemlich cool. Ah, da steht auch mein Fahrrad da hinten. Ich fahre nämlich immer mit dem Fahrrad zur Uni. Das ist super nah von der Innenstadt aus. Der Weg ist super schön, auch durchs Grüne. Es tut gut, ein bisschen Bewegung morgens, bevor man dann so seinen Kopf so viel anstrengt. Am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, an der Privatuni zu studieren, aber es gibt diesen solidarischen Generationenvertrag, mit dem ich quasi meine Studiengebühren später zahlen kann und dadurch eben nicht von vornherein einen Riesenhaufen Schulden habe. Und das ist ein ziemlich cooles Modell für